gehst. Bitte, bitte, bitte hört auf euren Körper. Das ist so enorm wichtig, dass man auf seinen eigenen Körper hört und sich nicht beeinflussen lässt von irgendjemand anderen, von der Außenwelt, von vielleicht sogar den sozialen Medien, wo man nicht den Hintergrund sieht. Man weiß nicht, hat die Frau schon eine Stunde lang aufgewärmt, dass sie sich da jetzt einfach in den Spagat schmeißt oder auch nicht. Und ich bin der Meinung, dass sich viele von euch viel zu sehr beeinflussen lassen. Also bitte, bitte, bitte findet zurück zu euch, findet zurück zu eurem Körper und hört ganz bewusst auf euren Körper. Und vor allem hört auf euren Dehnschmerz. Geht's nicht immer über eure Grenzen hinaus. Ich habe schon oft erlebt, dass ein paar Leute beim Stretching sich total hineinpressen, hineindrücken in manche Übungen und in Wirklichkeit tut es ihnen gar nicht gut, beziehungsweise spüren die eigentlich schon einen Schmerz, was nicht mehr den Schmerz genannt wird, sondern es ist dann wirklich tatsächlich ein Schmerz und es ist zu viel für den Körper. Was passiert dann? Am nächsten Tag tut einem alles weh, man kann gar nicht mehr gehen, weil der Muskel so beleidigt ist und in Schutzspannung gegangen ist. Weil was passiert, wenn du deinen Muskel überforderst und wenn du ihn reinpresst in manche Positionen, wofür dein Körper noch gar nicht bereit ist? Dein Muskel nimmt das auf als Zeichen, kann man sagen. Der weiß, okay, oh Gott, da passiert jetzt irgendwas, ich gehe mal schnell in Spannung und schütze mich. Dein Körper will sich nämlich vor Verletzungen schützen. Was macht er dann, der Muskel? Er geht in Spannung. Schutzspannung nennt man das auch. Und da verkleben sich dann meist auch die Faszien, was natürlich nicht toll ist. Das ist dann dieses Stechen, dieses Zerren, dieses komische Gefühl beim Gehen vielleicht oder eben wenn wir leicht in eine Stretching-Position hineingehen, was wir dann spüren. Das wird dann auch oft Zerrung genannt, aber eigentlich ist es einfach eine Überforderung. Du hast deinen Körper überfordert, der wollte sich schützen, also der Muskel wollte sich schützen. Rund um die Faszien verkleben sich dann auch gern mal. Und ja, dann haben wir den Salat. Also, auf jeden Fall auf euren Körper hören. Geht's nicht zu stark auf eure Grenzen. Es ist gut, wenn man in den Dehnschmerz hineindehnt. Es ist gut, wenn man sich entspannt während dem Dehnen und wenn man ein starkes Ziehen spürt. Aber auch nur ein Ziehen und keinen stechenden Schmerz oder kein, oh mein Gott, ich glaube, mein Muskel reißt gleich. Das ist zu viel. Passt da bitte auf und schaut's auch, wenn ihr die Videos macht, dass ihr immer trotzdem, auch wenn ich vielleicht gerade was anderes sage, dass ihr auf euren Körper hört. Die Videos sind dafür ausgerichtet, dass sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene mitmachen können. Fortgeschrittene werden natürlich schon länger durchhalten, Anfänger eher nicht. Hör aber auf deinen Körper. Wenn du schon anfängst zu zittern und dir denkst, ja, jetzt ist gleich soweit, mir reißt gleich was, dann bitte geh aus dieser Position raus, auch wenn ich sie noch halte. Drück vielleicht auf Pause, mach eine kurze Pause, du dich ein bisschen durchbewegen, dass wieder alles schön locker ist und dann kannst du noch einmal in die Position hineingehen und die Dehnung weiterhalten.